das rechts da, was ist das für ein Signal? Das hier gerade eben, das ist das Bahnübergangssicherungssignal. Das ist für Bahnübergänge, die per Gleiskontakt den Zug erfassen und sich dann schließen. Ne? Es kann ja sein, dass der Gleiskontakt mal nicht auslöst oder dass es einen Fehler gibt, halt eben bei der Erkennung des dabei, Zugs. Allgemein, dass der Bahnübergang kaputt ist und dass der Lokführer eben dann weiß, okay, der Bahnübergang ist ordnungskonform geschlossen, dann blinkt diese weiße Lampe oder leuchtet halt eben. Und sollte sie das nicht tun, dann muss man halt eben per PZB bestätigen das Ganze. Und dann zählt das halt eben wirklich wie ein rotes Signal, was auf dem Bahnübergang auf einen wartet. Und dann ist es halt eben so, dass man vor dem Bahnübergang anhalten muss, dann einen Warnpfiff abgeben muss, dann mit Schrittgeschwindigkeit auf den Bahnübergang zurollen muss